Oder bei wie viel Bier bist du jetzt, Chrissy? Ich habe eins und ich habe es bis eben vergessen. Also Ich rede ja auch vom gut, dass ich Brennbrennkebab. dich dran erinnert habe, ne? Ja, ich wollte es gerade sagen. So scheiße, ich habe ein Bier offen. Bevor es noch absteht. Na gut, jetzt dann in den 5 Minuten, wo man da rumstehen, kann ich sowieso trinken, von dem her. Ich finde es so schade, dass sie das so genervt haben hier, den Laser. Hey Chrissy, du hast doch bestimmt auch Dragon Ball Bist du? geguckt. Ein bisschen, ja. Schon mal aufgefallen, dass die mächtigste Rasse, die stärkste Form von denen, der Super Saiyajin, der ist blond und hat blaue Augen und gilt als mächtigstes Wesen des Universums. Ja. Ist dir da schon mal was aufgefallen? Ja. Adi would be proud of you, Akira Toriyama. Oh Na gut, Gott. wie jetzt das Dragon Ball Super rauskam, sind sie ja blauhaarig geworden, ne? Ja, Oder sie sind jetzt rothaarig? blauhaarig geworden. Blauhaarig. Blauhaarig. Warum blau? Ich weiß nicht. Weil blond hatten sie ja schon. Und Rot hatten sie ja auch schon. Rot hatten sie ja das Saiyajin, also so ein Goku. Und Rot dann nochmal als Super Saiyajin God. Saiyajin God. Und als Super Saiyajin, und als göttlicher Saiyajin, Super Saiyajin Gedöns. Haare. Oh, jetzt habe ich mir ein Bier verschluckt. Und weiter Aber trinken. hey, ich freue mich, wenn die endlich bei Dragon Film komplett abgehandelt haben, weil dann geht's ja richtig los mit der Story. Ich habe in den Manga ein bisschen reingelesen, in die 8 Kapitel, die bis jetzt draußen sind. That's so much damage. Gleich Sieben, 7 Schaden, sieben. hey. Kannst du echt drin stehen bleiben? Ja, Hilfe, ich habe nur 27.400 Lebenspunkte. Wie soll ich das jemals überleben können hier? Oh, der Hunter hat sich schon geschlagen. Wer nennt sich denn bitte Und Nobody? an die Zuschauer, spammt bitte mal den Steve zu von, also den Stevenio, dass er voran macht mit Alimania 21. Ich will jetzt wissen, was mit Lord Damage passiert. Also, ich war ja bei dem Livestream dabei und ich muss sagen, ich habe jede Ich Minute auch. gefeiert. Ich auch. Den Ich hab den. Livestream habe ich auch. Ja, Kilian und ich ja zusammen geguckt. Also, am besten hat mir der Todesschwinges Spruch gefallen. Das schmeckt ja wie ranzige Klöten und Durchfall auf der Zunge. Ja. Das ist das zweitekelhafteste, was mir je passiert ist. Warte, was war Das das nenne ich mal ekelhafteste? eine Halt, nein, ich will es nicht Deep wissen. Ja. Throat. Oder als Deathwing sich vorstellt. Am Ende. Ich bin der Schatten in der Nacht. Ich bin Ich bin der Schrecken, Deathwing. der die Nacht Genau. durchfliegt. Ich bin Deathwing Duck. Oder was Ich auch darf so wieder mal schön was war, der. Karten anfangen. Aber ich find's auch schön, dass irgendwie von jeder von den beiden Gruppen jeweils einer seine Stimme beim Pokerspielen verloren hat. Naja, das mussten sie ja irgendwie machen, weil sie hatten die Ja, Sprecher ja. dafür nicht mehr. Ja, aber ich fand's witzig, dass es nur bei Pansky bezweifelt wurde, dass der fair gespielt hat. Ja, Miraculi hat seine Stimme gegen Arthas verloren und Ja, und er hat nicht gesagt, ich glaube, dass Arthas geschummelt hat. Er hat Naja. nämlich. Das, ja? Das hat er nämlich nur Medivh gesagt. Medivh war der Meinung, dass Pansky geschummelt hat. Ja, aber Miracle hat ja auch Medivh seine hat auch für Stimme an Pansky Arthas nichts verloren. über. Ja, niemand hat was für Pansky über. Das stimmt auch Aber wieder. ich find's so geil, als Cliff immer und immer wieder Pansky töten wollte. Nein, Der Cliff, wir brauchen ihn AFK-Check! noch. Wofür denn Yay! bitte? Zur psychologischen Kriegsführung. Gott, Tanski.
Ey, deswegen, wenn du mir nicht sofort einen deiner Zähne gibst, töte ich Pansky. Was willst du mit einem meiner Zähne? Ich will mir einen Dolch daraus machen. Aber Chef, sie würden mich doch nicht für so etwas verraten. Moment mal, ist das der, der als in den Dead Mines so schrecklich gesungen hat? Wenn du ihn tötest, kriegst du zwei Zähne von mir. Der AFK-Check, der ist echt langweilig geworden. Früher hast du da noch. Früher hast du da wenigstens sowas wie 600er-Ticks bekommen, aber jetzt kriegst du 13 Schaden. Also ich krieg 22. Der, du hast den Debuff drauf. Ach ja, hat mal irgendjemand von euch bei diesem 12 Uhr Mitternachtsspiel mitgemacht? Wo man einen Skill nimmt und dann irgendwas Versautes hinterher schreibt. Du meinst anale Hand der Gerechtigkeit? Oder Beispiel. Sowas? Ja, oder anales Licht der Erleuchtung. Paladine haben da immer gewonnen. Ja, ich weiß. Na gut, allein schon die ganzen Hände und so. Ja. Die Paladine wissen, wie man fistet. Oder die anale Zurechtweisung. Ja, da fand ich die anale Verwüstung besser. Anale Hand der Erlösung. Anale vampirische Umarmung. Die anale Furcht. Anale Ansturm. Oh Gott. Das waren noch Zeiten. Müssen wir da hinten überhaupt irgendwas machen? Ach, er hat schon gelootet. Ich hab nur das Ding gelootet. Mehr wollte ich hier nicht. What the fuck sind das mal so? Und das ist eine Brust. Dieser Sadomaso-Brust. Ey, besser als die Schultertitten. Die Schurke T1-Schultern. Ja. Ich habe Titten auf meinen Schultern. Die Spaceballs. Ey. Jemand Lust auf Kaffee? Ich meine, Cliff hat ja schon seine eigene Tassen dabei. Ich hab gehört, es gibt einen neuen Mob hier in dem geschmolzenen Kern. Oh mein Gott! Es sind Spaceballs! Aber komm, Spaceballs ist ein geiler Film. Ja. Es ist der beste Film ever. Nein, Scott Pilgrim ist der beste Film ever. Wir wollen hier keine Blasphemie verbreiten. Also die Szene mit der wahnsinnigen Geschwindigkeit, die könnte ich mir 50 Mal hintereinander anschauen. Ja. Ich fand das aber auch geil mit dem Instant-Video. Dieses Video ist schon fertig, obwohl wir den Film gerade erst drehen. Ja. Ja. Die Instant-Kassetten. Was ist das? Was passiert da? Das ist jetzt. Ja, aber was ist jetzt? Jetzt gerade. Die hätten ja eigentlich auch vorspulen können, um zu sehen, dass sie sowieso verkacken. Ja. Oder was auch geil ist, durchkämmt die Wüste. Glaubt ihr nicht, wir haben da etwas falsch verstanden? Warum? Er hat gesagt, durchkämmt die Wüste, wir führen nur Befehle aus. Oh Gott, oder die beiden Schwarzen dann, die dann mit dem Afro, mit diesem riesigen Afro-Kamm durch die Wüste gehen. Ah. Aber mit am geilsten, weil man noch Joghurt mit seinem Merchandise. Und ganz neu, der Spaceballs Flammenwerfer. Die Kinder lieben so einen Scheiß. Ja, die Kinder lieben sowas. Spaceballs, der Flammenwerfer. Die Kinder stehen auf so etwas. Ich fand das so geil, ich will diesen Flammenwerfer immer noch haben. Es ist vor allem Spaceballs, der Flammenwerfer. Mein Inventar ist voll so ein Scheißdreck. Ich muss da auch gleich mal raus. Okay. Schon wieder eine Halskette. Ich hab doch schon meine Erbstück-Halskette. Hodor. Okay. Wo ist mein Marmut? Ich hab das Gefühl, dass wir auch gerade noch suchen.
Keine Lust, einen Händler zu suchen. Ach ja, dieses schöne Mammut mit dem Händler und dem Schmied drauf. Es gibt ja auch mittlerweile noch eins mit dem Transmogrifizierer. Früher war da ein Umschmieder mal mit drauf, aber das Umschmieden haben sie ja abgeschafft. Das ist ja auf dem Jack, oder? Ja, aber das Jack, das kostet halt 120.000. Könnte ich mir jetzt auch holen inzwischen. Ich könnte es mir auch holen. Ich habe noch 220. Und ich habe noch 220.000 auf meinem Xiaomi. Ich frag mich dann immer, wofür. Ja. Transmogrifizieren kann ich notfalls auch so. So. Ich bin Level 78, ihr zwei seid noch 77, naja. Oh Gott, wenn ich wieder mit WoW anfange und dann in Aufnahmen mit dabei bin, muss ich in der Tradition verwerfen. Dann kann ich keine anderen Let's Plays mehr gucken, während wir Let's Play aufnehmen. Tja. Solltest du dann auch machen, also sollst du dann auch nicht machen, wenn du zusammen mit mir dann Pokémon spielen willst und so. Das hattest du ja auch noch vor. Ja. Er plant ja schon wieder so viel. Die Idee kam von ihm. Ja, und sobald ich dann Zugang zu dem YouTube-Channel habe, werde ich da wahrscheinlich selbst noch irgendwelche Let's Plays hochladen. Musste dann halt nur gucken, noch von was. Ja, ich bin die ganze Zeit im Überlegen, ob ich endlich mal anfange mit Chrissy Rages. Ja, das der scheiß Armin, das ist die Scheiße, die er braucht, die sagt. Wir müssen Chrissy einfach nur vor irgendwelche Spiele setzen, die einem aggressiv machen können. Also wahlweise Mario Kart, Smash Brothers, Hearthstone, League of Legends Happy auch Wheels. Ganz gut. Irgendwas, was einen total aggressiv machen kann und Chrissy dabei aufnehmen. Wir beide spielen dann League of Legends. Okay. Oh Gott. Also ich stand vorher ein bisschen, damit ich auch anfange zu ragen. Dass ich übelst rage, oder es artet so aus, dass ich wahnsinnig lachend durch die ganze Map laufe und alles irgendwie zerstöre. Also, und das auch dann mit Charakteren, von denen es keiner vermutet. AD Carry Maokai. AD Carry Maokai. Ich bin lieber ein Juggle, Timo. So, pass auf. Hey, steht der Maokai im Busch, kommt die Vayne vorbei. Smart! Auto-Hit! Tot! Ah. Also meistens finde ich jetzt richtig gut mit Charakteren, wenn ich sie zum ersten Mal in meinem Leben gespielt habe, so wie Nautilus. Kilian war dabei, ich saß hysterisch lachend vor dem Computer und habe allen Leuten meinen Anker in die Fresse geschmissen. Ich habe die Idee. Wenn. Ja, das kenne ich, das war beim ersten Mal Nautilus auch so. Ich habe eine Idee, wenn. Du dann ADC Maokai spielst, mach ich Support Galio. What the fuck? wir setzen Chrissy und Lukas zusammen auf die Botlane mit Victor und Master Yi. Die Victory Lane! Ja. Die hat funktioniert? Ja, es war die einzige Lane, die nicht verloren hat, sagen wir es mal so. Ja, ich war Yi. Wie? Ups. Ja, weil der Lukas immer so gerne mit dem Victor gespielt hat in der Zeit. Ja, ich war der die Kills gemacht hat. Lukas ist der gestorben ist. Aber vor allem so Damn Plays, Mann, den Double Kill, den hatte ich ja eigentlich echt nicht verdient. Das war einfach bloß Dummheit vom Gegner. Ich einfach stur der Vayne hinterher klar von der wenn sie aber dann hat er ja jahrelang nur noch Trash gespielt. Also mein Lieblingschamp ist ja nach wie vor Sona, weil die so toll ist. Was ist dein Lieblingschamp? Du hast gerade bei mir ein bisschen geleckt. Also was ist dein Lieblingschamp? Sona. Ah, ja, Sona ist auch okay mit dem scheiß Power-Akkord. Ja! Da war ich mal in den Normal-Game, bin halt allein zurückgelaufen. Also pass auf, Rengar kommt. Und dann kam der Rengar an mit seinem halb vollen Leben. Und ich so drehe mich um, Q-Auto tot. Ich habe Gegner mal in einem Ranked Game extrem disrespected. Ich hab Eric gepickt, Ammo auf Fifth Ages. So schön Garrick gespielt. Und ich hab den hier in ADC, ich hab. Der macht denn hier die ganze Zeit alleine. Löst hier die ganze Zeit die Dinger auf. 3 als Taric aus der dem Magier Game ist raus. Blöd. Also, Wenn wir nachher den einen Wasserboss kriegen, dann flame ich den Magier. Wieso, weil er Frost spielt?
Nee, weil er gerade die ganzen Notfalldinge aktiviert hat und die davon bräuchten wir eigentlich zwei oder drei, wenn der Wasserboss kommt. Echt jetzt? Wo ist mein Spuckmann? Ja, dann fickt ihn ins Gesicht. Kriegt man ein bisschen mehr Schaden. Ich habe selbst nur 42.000 geheilt. Ja, sorry, dass ich so gut tanke, weil die Procs kommen gerade so gut. Sorry, dass ich so gut denke. What the fuck? Ist ja auch nichts auf dich ein, oder? Was ist los? So. Entschuldigung, dass ich so gut Ja, er denke. beschwert sich, dass wir so wenig Schaden kriegen. Aber gut, wir sind ja auch hier in einer der langweiligsten Innis. Also tödlichen Schaden solltet ihr jetzt auch nicht bekommen, aber. Ja, aber sonst wäre es schlecht, weil dann wir sterben und wir dann schimpfen, weil der Heiler nicht heilt. Und wo bleibt er stehen? Ich hoffe, die Instanz wird im Remake besser. Ach ja, Chrissy, machst du bei unserem Plan mit? Welcher Plan? Sobald Final Fantasy VII rauskommt, wollen wir nach Japan fliegen. Das Geld für den Flug wollen wir uns durch Crowdfunding zusammensuchen und wir wollen dann Square Enix vor die Haustür scheißen, weil Final Fantasy VII in Episoden rausbringen. Dafür bin ich jetzt weniger zu begeistern. Bin allgemein nicht so der Final Fantasy Fan. Tötet ihn. Dann ist es doch viel interessanter für dich, eigentlich. Du scheißt dann einfach irgendeiner Spielefirma vor die Tür, dessen Spiel du eigentlich gar nicht magst. Ja. Also ich bin ja für einigen Scheiß zu haben, ne? Scheiß. Ja. Aber nein, danke. Oh, schade. Wisst ihr, was Square Enix vorhatte? Die wollten Final Fantasy XI abschalten. Dann wäre SE die erste Firma, die ein gut laufendes oder relativ gut laufendes MMO abschaltet. Wenn sie meinen, dass ihnen das was hilft, dann sollen sie es machen. Nintendo hat auch die Monster Hunter Tri-Server down, also abgeschaltet. Nintendo hat allgemein die Wi-Fi-Connection abgeschaltet, womit alle Pokémon-Spiele, die vor Generation 6 sind, nicht mehr online spielbar sind. Ich mochte dieses Wi-Fi eh nicht. Du musst dir dieses scheiß Wi-Fi-Modul holen, damit du online spielen kannst. Ja, Wi-Fi war komisch. Ja, mittlerweile geht's übers Nintendo Network. Ja, das ist Ja. viel besser. Deswegen fand ich auch Monster Hunter so klasse, weil es ging übers Internet und nicht über Wi-Fi. Das hat mich nämlich bei Samurai Warriors und so tierisch angekotzt, dass ich dafür Wi-Fi zum Ja, Online-Spielen. witzig. Ich glaube, Weil. levelt demnächst meinen Magier auf Level, was auch immer wir am Ende sind, und zockt mit dem weiter. Okay. Ja, hast du Level abbekommen? Ja. Geht's jetzt? Was? Ich bin jetzt bei 60%. Was? Wo ist er? Kann ich nicht heilen? Wo ist er? Der steht da oben. Lass ihn sterben, es juckt keinen, was der da oben macht. Das ist ein Monk, der kann sich selber heilen. Die machen hier keinen Warum Schaden. zur Hölle habe ich in Hearthstone jetzt zwei Kartenpackungen bekommen? Die gab's aber nur von außerhalb. Zwischendurch gab's immer mal wieder welche, die sie geschenkt haben. Und gelegentlich gibt's auch welche, wenn du einfach andere Spiele gekauft hast. Zum Beispiel mal Heroes of the Storm, wenn du gespielt hast, hast du zwei Hearthstone-Packungen bekommen oder so. Hab's nicht gekauft, ich hab ja einen Key Ja. gehabt. Das brauchst du ja auch nicht Ja. kaufen, das ist free to play. Ja, aber wenn du es installiert hast, irgendwann mal, dann hast du auch zwei Packungen mal bekommen oder so. Bin mir nicht Ach sicher. so, dann sind die davon. Also die machen Guck mal. ständig solche Cross-Aktionen. Du kriegst ja auch in Mountain WoW, wenn du drei gewertete Spiele in Hearthstone gewinnst. Der holt den Hund hier raus, der holt den. Ja, wenigstens nicht das Wasserviech, sonst hätte ich den Magier jetzt aus der Gruppe gekickt. Aha, der wird dabei. Yay, nur Scheiße Hättest du das so bekommen. kicken können. Braucht man nicht. Macht eh keinen Schaden. Ich habe eine Eisenschnabeleule bekommen, ich habe einen Schlingbeuren-Tiger bekommen, Eisenschnabeleule ist kann man doch auch gut. gut.
Ja, ich habe einen Akolyt des Schmerzes bekommen. Der ist doch auch gut. Beutehamsterer. Das ist auch gut. Gegenzauber ist auch gut. Das sind doch alles gute Karten. Was willst du denn? Sind zumindest alle brauchbar. Was willst du? Ich weiß aber bis jetzt noch nicht, was ich spielen will. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Im Zweifelsfall Facehunter. Das ist am einfachsten. Ich mach nicht Werbung für den Facehunter. Okay, in meiner zweiten Packung waren ein Langbogen des Gladiators, Klingenwirbel, Frostelementar, Zerschmettern und Lichtbrot. Warum hat der jetzt so viel Schaden bekommen? Ist das Nächstenmeister? Nee. Wahrscheinlich im Feuer gestanden.